So, willkommen an der dritten Station, 60. Vierschanzentournee, 2. Januar 2012, Bergiselschanze Innsbruck. Müsste es sein, ist es. Ist zwar ein Haufen Nebel hier und hier zieht eine richtig steife Brise im Moment hoch hier an dem Bergisel. Aber das wird, heute ist Ruhetag. Das tut der Arbeit keinen Abbruch. Da unten wird der Schnee rausgeräumt aus der Anlage. Das hier ist ausverkauft. Er wird kochen, der Bergisel, morgen und übermorgen, gar keine Frage. Nach den Erfolgen der österreichischen Adler. Nach den beiden überragenden Springen von Gregor Klierenzauer. Bärenstark gewesen. Ebenso wie Andy Kofler. Ebenso wie gestern der Japaner Daiki Ito, ganz stark. Und das hier, weil es jetzt komplett grau ist, das soll dann in den nächsten beiden Tagen diese berühmte Kulisse sein. Das wird es auch werden, wenn der Wetterbericht einigermaßen stimmt. Direkt hinter dem Auslauf der Friedhof und dann diese fantastische Kulisse mit den Innsbrucker Bergen hier. Wunderschön anzusehen, wenn es denn was zu sehen gibt, aber wie gesagt, soll es so werden. Und wir freuen uns jetzt mal auf einen Tag Ruhe. Die Teams kommen heute rüber. Manche sind am Abend schon gefahren gestern. Die Fahrt dauert eine gute Stunde, mehr ist es nicht. Einige kommen heute. Heute wird entspannt, heute wird ein bisschen Gymnastik gemacht. Sonst war es ein bisschen Laufen. Ansonsten ist es locker. Und wir werden uns heute nochmal melden im Laufe des Tages und schauen, wie es hier vorwärts geht mit den Aufbauarbeiten. Bis später.